herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, uns ist aufgefallen, es gibt hier in Apulien sehr viele Straßenhunde und wir können leider nicht alle mitnehmen. Deswegen wollten wir eine gute Tat machen und haben jetzt Essen von unserem Hund gerichtet und Wasser. Und wir gucken einfach, ob es morgen weg ist oder ob wir es nochmal versuchen müssen. Mehr ist mehr. Komm jetzt raus. Groß genug, glaube ich. Oh nein, es ist im Wasser drin. Das haben wir nicht gesehen. Okay, wir kommen gleich zu waschen. Das Wasser sieht so lecker aus. Und ich bin mit meinen coolen Schlappen unterwegs. Die sind neu. Ich zeige morgen meine neuen Schlappen. So, warte. Lass so weit wie möglich da machen, damit sie nicht laufen, vorbeilaufen. Aber das würde ich trotzdem sehen, wenn wir da rausgucken, weißt du? So, hier so. Wie herzlos. Okay, sorry. Also jetzt ist so viel drin, warte, ich mach's glatt. Und so hier Wasser ist... Macht's Kühlschrank, wenn ihr braucht, oder einfach... Bis... Hier, guck mal, sogar hier bei diesem Braun, wo es aufhört. Also, ja, Temperatur ist gut und wir können gehen. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe so sehr, dass irgendjemand das ist. Und ja. Ich auch, weil es gibt so viele Übrigens, in einer halben Stunde haben wir Geburtstag. Und letztes Jahr kamen hier auch so zwei Hunde. Es war ein Golden Retriever und so ein kleiner. Ich glaube, so süß. Wir haben denen immer Pizza von da gegeben. Wer ist diese aggressiven Hunde? Chihuahua. Ein Chihuahua. Wir haben es jetzt schnell fertig gemacht, denn wir wollen an den Strand gehen. Und jetzt gucken wir, ob die Katzen oder Hunde was gegessen haben. Ich bin so gespannt, ob jemand was gegessen hat oder ob nur ein bisschen gegessen wurde. Wir nehmen einfach schön. Oh mein Gott, das Essen ist komplett leer, aber das Wasser wurde jetzt nicht wirklich... Okay, schon, das Wasser wurde schon ein bisschen angefasst. Getrunken auf jeden Fall, aber da ist auch so ein Ding reingeflogen. Und hier ist sogar wieder Essen reingeflogen. Und lass uns... Wir werden jetzt alles wieder auffüllen, denn wir haben hier eine Katze gesehen und vielleicht war es süß. Und ich habe hier... Hier drin ist ein Haar drin. Ein schwarzes Fellhaar. Denkst du, das ist ein Fell? Natürlich, das ist ein Fellhaar. Das ist doch kein Haar. Keine Ahnung. Stimmt, von dieser Schnauze so ein langes... Wir füllen es jetzt einfach wieder auf. Wir füllen es jetzt wieder auf. Das Wasser ist zuständig. Und hier bei Schatten Teller ist ungefähr die Linie. Und ja. Und ich habe einfach wieder so aufgefüllt. Sie hat sogar ein bisschen mehr aufgefüllt, denn es war letztes Mal nicht genug. Ich bin schon echt gespannt, ob es diesmal gegessen wird. Wir gucken nach dem Strand nochmal. Was krass ist, dass nichts auf dem Boden liegt, sondern dass sie alles gegessen haben, sogar vom Boden. Haben sie wirklich so viel Hunger gehabt? Wir gehen zum Strand. Wasser. Ist aber leider weg. Wir gucken jetzt, ob sie was gegessen haben oder nicht. Wenn sie nichts gegessen haben, war es zu früh oder zu heiß. Ja. Und später gehen wir auch noch an den Strand. Jetzt also das aber machen wir eine Mittagspause, weil es auch zu heiß für uns ist. Aber dann nehmen wir euch auch mit. Nein, nichts wurde bis jetzt gegessen. Doch, ein bisschen Frucht. Da sind zwei rausgefahren und ein bisschen ist er weg, aber nicht so viel gegessen. Ich glaube, wahrscheinlich nur so ein Babyhund oder so. Doch, ich bin schon gegangen, weil du musst uns noch fertig machen. Da haben wir noch ein Video für Instagram gemacht. Und ja, jetzt fahren wir ins Restaurant und ja, wir nehmen euch da auch mit. Ja, jetzt gehen wir essen mit unserer Familie. Ich dachte, von den Hunden.
unten nicht angerührt wurde, haben wir es jetzt nochmal hingestellt. Und wir warten einfach nach dem Essen, gucken wir nochmal, wenn wir einfach nach Hause kommen, ob es gegessen wurde. Und dann morgen früh natürlich. Genau. Ja, und jetzt gehen wir essen. Essen. Wir sind jetzt zurück und wie man erkennen kann, also getrunken wurde sehr viel. Guck mal, also, ja, da ist auch ein paar Reste und so. Also hier sieht man auch Krümel rausgetrunken, guck. Ja, und hier. Und hier auch. Hier, also hier wurde auch gegessen. Hier ist eine Mücke. Sollen wir das wechseln für die Nacht? Mhm. Ja, wir wechseln es für die Nacht. Und Essen füllen wir noch ein bisschen auf. Und Claudia hat daran geschnüffelt und danach gebellt, weil es ja ihr Futter. Und sie wird sehr schnell eifersüchtig. Wieder hier bis zu diesem, andere Seite. Bis zu diesem Teller. Was war eigentlich da vorne drin? Müssen wir nochmal gucken. Und ich hab's wieder so. Leute, das Essen ist schon bald leer, aber. Nein, sie isst ein anderes Essen. Ja. Das ist ja ihr Alter, was sie nicht isst. Ja. Claudia! Hallo! Verwöhnt. So. Und jetzt gucken wir, ob morgen was gegessen wurde. Vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne, weil sonst riechen sie es nicht. Wir haben vergessen, am Morgen zu filmen. Da schien noch die Sonne. Jetzt hat es geregnet, aber hat es auch aufgehört. Wir hoffen, wir können noch an den Strand gehen, vielleicht am Mittag. Wie man sehen kann, also es wurde definitiv getrunken, weil da ist auch Dreck drin. Und das Futter. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Der Teller ist auch weg. Ich hoffe, sie haben den Teller nicht mitgegessen. Wir haben jetzt mit unseren Eltern gesprochen. Wir haben noch ganz viele Säcke gekauft. Und wir tun jetzt einfach weiter hinstellen. Und wir haben so besprochen, dass wenn wir weggehen, weil uns tun sie ja leid, und dann plötzlich ist kein Futter mehr da. Deswegen haben wir jetzt ganz viel gekauft. Und dann fragen wir einfach, oder lassen einen Zettel da und sagen, ob sie es einfach auch hinstellen können. Jeden Abend. Halt die Leute, die nach uns kommen. Also wir sind jetzt noch 2 Wochen hier, also 1,5, und danach die Leute, die danach kommen. Schreibt uns auf jeden Fall auf Insta, ob wir euch weiterhin auf dem Laufenden halten sollen mit dem Hundefutter oder ob ihr Vorschläge habt oder ob wir noch einen Vlog drehen sollen. Was ihr von unseren Ferien halt wissen wollt. Und wir tun jetzt noch ein anderes YouTube-Video. Das kommt so morgen oder übermorgen online. Wir haben keine Ahnung. Und jetzt gehen wir auffüllen. Mit diesem Video verabschieden wir uns. Tschüss!